Da ist halt Verschätzen echt ungünstig, ne? Ja, geht ihm halt legit bis zu den Nippeln, ne? Ja. Einen wunderschönen guten Herzlich willkommen zu einem neuen Reactive Kanal Skillfrei zusammen mit dem Flo. Das bin ich, falls ihr euch noch an mich erinnern könnt. Und ich bin der André, falls jemand interessiert, falls nicht, ist es mir egal. Ja. Wir haben gesagt, das Tourfinale kommt am Sonntag. Wir haben halt nur nicht gesagt, welchen Sonntag. Ja, wir haben es ein bisschen verkackt. Also es war, ehrlich gesagt, ein bisschen Lustlosigkeit. Dann kam zwischendurch auch noch Krankheit dazu. Dann kam da auch noch die Familie dazwischen. Es hat einfach alles nicht zusammengepasst in letzter Zeit. Dafür entschuldigen wir uns. Und jetzt kommt nämlich das Nächste. Ihr seht es eventuell schon. Das ist Folge 8. Ja. Was ist mit Folge 7? Die fehlt ja theoretisch. Und das wird wohl auch so bleiben. Folge 7 fehlt. Folge 7 wollten wir jetzt eigentlich reacten. Bekommen wir bei Watch Together oder bei anderen Share-Plattformen nicht angezeigt, weil das Video wohl ab 18 geschaltet ist. Da haben die Jungs wohl ein bisschen zu sehr übertrieben. Dödüm. Ne, also, das ist jetzt natürlich kacke. Wir überlegen uns noch was, wie wir irgendwie die 7. Folge reinbekommen. Aber seid nicht traurig zur Wiedergutmachung. Ja gut, das ist keine Wiedergutmachung, wir haben es eh angekündigt. Das ist die letzte Folge von der Tour. Dementsprechend gibt es auch in diesem Video ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es das Paket von den Freerunning-Schlappen, was es so nicht mehr zu kaufen gibt, tatsächlich. Mhm. Ich habe das schon vor langer, langer Zeit, habe ich das den Jungs abgekauft und wollte es damals schon verlosen, aber da haben wir nie irgendwie die Tourfinals aufgenommen. deswegen haben wir diesmal versprochen, wir machen es jetzt. Wer das Paket nicht kennt, ich kann es einmal reinhalten. Das sind einmal die geilen Gummiarmbänder. Schalten jetzt natürlich nicht scharf. Schlapp up your life und oder was steht da drauf? Einmal in Violett und einmal in Schwarz. Dann haben wir Stickers dabei. Davon sind da 7 Stück drin und von der Pimmelrakete gibt es gleich 8. Eine wunderhübsche Autogrammkarte. Wo sind die Autogramme? Die sind hinten drauf. Sehr, sehr cool. Dann gibt es noch 2 Poster im DIN A3 Format. Einmal, wo die Jungs den Backflip auf den Heuballen machen. Ich liebe dieses Bild. Mega, ja. Ja. Und dann gibt es noch den Einkaufswagensprung vom Lidl. Sehr, sehr geiles Paket. Wie gesagt, gib es so nicht mehr von den Jungs. Hier habt ihr die Chance. Bedingungen für das Gewinnspiel erläutern wir am Ende des Videos, weil ihr sollt ja gucken. So ist das nämlich. ist ja nicht so, als hätte man eine Scrollbar, wo man nach hinten springen könnte. Aber ich vertraue euch jetzt mal, dass ihr das Video bis zum Ende guckt und dann erklären wir euch, wie ihr das Ganze gewinnen könnt. Judy, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns dann Kram mal an, wa? Absolut. Ey, wir haben eine Stunde vor uns. Wir halten uns diesmal wirklich ein bisschen zurück, weil ihr kennt uns. Normalerweise würden wir jetzt aus der Stunde 3 Stunden machen. Locker. But nobody got time for this. Ja, wer das wir werden noch uns kennt. Etwas mit, doch, bestimmt ein paar, oder? Müsst ihr auch mal reinschreiben in die Kommentare. Nee, aber wir werden uns heute auf jeden Fall ein bisschen kürzer fassen, beziehungsweise wir versuchen es. Wer weiß, was alles passiert. Ich habe es halt auch noch nicht gesehen bisher. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Nein, André? Ich auch nicht. Nicht, geil. Also dann, wenn gleich natürlich alles eskaliert, dann werden wir natürlich unser dementsprechendes zu sagen. Aber ansonsten versuchen wir uns so ein bisschen kürzer zu halten. Ja, immerhin ist es Tourfinale, ne? Eigentlich muss da jetzt nochmal die Bombe platzen. Vor allem Randale in Paris heißt das einfach. So ein bisschen erwarte ich das ja schon bei dem Titel. Also so ein bisschen erwarte ich ja schon eskalatives Verhalten. Voll. So, wir springen rein. Ja, endlich. Beziehungsweise Drain springt rein. Ja! Zack. Das ist der Baum aber. Ja!
Ah, ja! Der Legendary Spot. Ja! Ja! Hospital after Bush Jump. Ja! Oh! Ich glaube, ich kann sogar diesmal ein bisschen lauter machen. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Genießt das nochmal. Eventuell sehen wir das letzte Mal zusammen. Dieses Intro? Ja. Ja. Dieses Intro bestimmt, wie es wohl aussieht, aber wir werden noch viele andere Intros zu sehen bekommen. Safe. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.24 Uhr. Der Krötenficker liegt irgendwo hier in diesem Wald. Der verabschiedet sich nachts nämlich immer von uns, weil der ich Angst hat, bestialisch geweckt zu werden. Und genau deswegen startet das Weckkommando jetzt hier auf die Waldsuche zum Krötenficker mit einer ordentlichen Portion Feuerwerk in der Tasche. Ja, es ist halt wirklich kontraproduktiv, ne? Also so langsam hätte er es halt auch merken sollen, dass je weiter er weggeht, desto eher wird er zum Ziel. Also. By the way, von Max ist der Film Project Next Gen jetzt auf Vimeo verfügbar. Checkt mal die Social Medias von Max, da findet ihr den Link dazu. Ich weiß jetzt tatsächlich leider nicht den Preis, was er dafür haben will. Es wird sich aber 100 pro lohnen. Ich hab ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall noch holen. Dito. Auf dem Weg zu Max, Ette weiß anscheinend, wo der ist, und wir haben hier so vier Dinger mit. Haben wir uns nicht lumpen lassen. Also jetzt, ich war die Hälfte der Tour nicht mit, musste nochmal richtig scheppern. Haben wir direkt gefettet Feuerwerk. Wayne und sein Feuerwerk. Immer gut. Der hat sich aber wirklich richtig verzogen, ne? Das sind eindeutig Spuren vom Krüppel. Ja, der hatte Spaß gestern. Aber warum ist das Ding dann noch da drin? So ein alter Arschloch. Mal weg mit der Böllerkette. Ich verstehe nicht, warum der sich so eine Mühe macht und so weit wegläuft. Ja. Alter, was macht der? Der ist ja halb in Narnia, ey. Das ist eine Falle. Der Ende steckt mit dem Kröten. Gott, an der Dicke. Ach, der liegt doch safe irgendwo an der Straße. Ja, der liegt doch nicht hier. Ja, das ist viel zu kompliziert, der Weg. Meinst du, das ist eine Falle? Dann würde ich sagen, ich will beides feiern. Ja, also wenn er da einfach alles komplett hier mitgenommen, das heißt, der könnte ich denken. Im Dschungel wäre, würde ich es feiern. Und wenn es eine Finte wäre und der am Ende einfach nur einen Meter hinter den gepennt hätte, würde ich es noch mehr feiern. Aber im Busch liegen. Aber wo? Vielleicht ist er auf dem Baum geklettert. Bei den Australiern weiß man nicht. Aber ich finde auch gut, Etta hat wirklich den Treibjagd-Drip am Start. Oh Gott, das ist ein Sonnen. Problem mit meinem Drip oder was? Nee, sag mir, der ist gut für die Treibjagd. Was ist das? Wir haben dem Eingang von vorhin nochmal einen Versuch gegeben. Schlagen uns jetzt hier durch. Ganz kurz, zu Ettes Drip hat mir jetzt noch ein Gartenzwerg und ein Dackel gefehlt. Ja. Das musste jetzt noch kurz raus. Also, jetzt auch mal weiter. Aua. Man muss auch sagen, dass der Typ sich das erste Mal versteckt vor uns. Ja, warum wohl? Ja. Wir haben ihn. Ich zeige ihm, dass er da irgendwo ist, aber es ist immer noch. Ich sehe es auch nicht. Oh, ist wirklich ein Meister im Verstecken. Ja, Mann, Alter. Am Ende hängt er wirklich in den Bäumen mit so Tarn. Klamotten und Matsch im Gesicht. Kannst du doch keinem erzählen. Wer kommt auf die Idee, sich hier mit dem Zelt hinzulegen? Das ist aber irgendwie schon cool. Das Ding steht zumindest immer drauf, 7 Meter Effekthöhe, also 7 Meter Effektweite sollte reichen. Alter Lachs! Good morning! Ich hoffe halt nur, dass das nicht ultra trocken ist da gerade. Get out of the tent! Yeah, what the fucking war, Scott? What kind of war? Here's the police! Get out of the tent! Are you awake now? Oh, a little bit.
I woke up needing to shit so bad. I like went to try and have a shit and then like couldn't shit and just went back to sleep. Mm. I woke up, I had to put on more clothes. It was cold. Were you cold? Nah, the sleeping bag. Oh, okay. Dwayne didn't. Alter, ich habe ohne Schlafsack geschlafen, weil ich keinen hab. Es war so kalt, ne? Ich habe um 5.06 Uhr offiziell aufgegeben zu schlafen. Ja gut, jetzt aber mal ab zu Lidl, oder? Ja, aber sowas von ab zu Lidl. Komm, mit Lidl-Logo-Übergang. Einfach greifen, wa? Ja, rumschlängeln und greifen. Das wird ein insanes Ding. Das wird insane hier. In den Bauch. Also ich kann mir ja schon so ein paar böse Kommentare vorstellen, ja, weil sie jungen Bäumen abreißen. Also ich feiere Dwayne halt zu sehr, als dass ich da jetzt wirklich mich drüber aufregen könnte. Aber der Sprung war schon cool. Wie der Kollege, der auch unsere Reactions kommentiert hat. Schwachsinn. Das ist doch alles nur Unsinn oder Schwachsinn. Unsinn? Schwachsinn? Ich weiß es nicht. Irgendwas von beidem auf jeden Lieber Fall. Grüße, falls du hier wieder zuschaust. Und uns wieder einen Schwachsinn hinterlässt. Danke für den Klick. Nee, mach du. Alter! Ja! Komm! Alter! Ich habe auf dem ersten Tourtag gesagt, bevor ich nach Hause gefahren bin, ich will in den Baum springen. Und ich bin in den Baum gesprungen. Und da springt keiner mehr rein. Das ist voll wahr. Alter! Das ist geil! Junge, wie ein geistesgestörter. Was müssen sich auch die Leute von dem Laden denken, die das jetzt nicht gesehen haben? So, wahrscheinlich gibt es ja Video-Footage davon. Von den Mit Sicherheit, aber dann sind die wahrscheinlich ja direkt, schon weit weg. Weil das ist ja direkt an der Laderampe. Ja, ja, klar. Aber was denken die sich so, wenn die das Video-Footage nicht gesehen haben und sehen so, da ist ein Baum abgebrochen. Aber was denken wie? Die Deutschen. Ja. Wenn die dann Kameramaterial dann sichten. Das Eichhörnchen, fliegt der darauf, ey? Alter, war ja, ich schon, im Tunnelblick. Ich hab nur daran gedacht, ich habe am Anfang der Tour gesagt, ich will einfach einen Sprung in den Baum. Hatte die Möglichkeit nicht, weil ich so lange raus war. Und dann war da einer, alter Seelachs. Das war ein Baumsprung. Oh, der in Marseille hat nicht geklappt, der hat geklappt. Ich meine Oma heute gut, noch. Dass der in Marseille nicht geklappt hat. Das war so ein kurzer ja Spannungsmoment von hier unten. Okay, bricht der jetzt böse und der prallt übelst auf oder geht das geschmeidig runter wie ein Aufzug? Ja, es oder? War so angenehm, Alter. Ich könnte mir keinen besseren Fahrstuhl vorstellen als dieses Pinatenbaum-Ding da, Alter. Was ein Start in den Tag. Jetzt aber mal rüber nach Paris rein, na ja, sicher. Da bin ich ja mal gespannt, inwieweit der Titel hier zutrifft. Randale in Paris kann halt auch nicht böse ausgehen, theoretisch. Ja, okay, jetzt kommt direkt der legendäre Spot. Geil. 2019 Memories hier mit dem Sticker. Let's go down together. Wir stehen oben auf dem Manpower Gap, dem ikonischen Sprung in der Parcoursgeschichte. Gucken uns das Ding jetzt gemeinsam an, was geht, was nicht geht, was hier vielleicht später noch passiert. It's been years. Yeah. It's been years. Oh, there's more run-up than I remember. No, without a warm-up. Wir haben den Sprung jetzt endlich nochmal angeguckt. Wir haben die ganze Tour schon spekuliert. Geht das nicht? Wir haben jetzt alle eine ziemlich klare Vision im Kopf, wissen genau, wie die Verhältnisse vom Spot sind. Gehen jetzt aber nochmal zurück zu einem Aufwärmspot, trainieren ein bisschen und kommen dann gleich mit absoluter Full-Send-Manier. Ette und Dwayne zurück zum Manpower Gap und dann gucken wir mal, was wir hier abtapen und was nicht. Was passiert nicht. Aber die Stimmung ist auf jeden Fall auf vollem Fokus und Full Send jetzt erstmal, ey. Alter Lachs. So, wir sind hier an so einem kleinen Spot in Evry. Den kennt man auch, wenn man Parcours macht. Ist auch ganz geil hier. Hier direkt auch mal eine Challenge gefunden. Das war der Wallflip Pre hier wieder drauf. Ist ziemlich hoch. Definitiv viel höher als wie ich sonst Wallflip mache. Das einfach mal dahin das ist halt verschätzen echt ungünstig, ne? Ja, geht dem halt legit bis zu den Nippeln, ne? Ja, ja. Und wie gesagt, wenn du dich da halt echt so verschätzt, Alter, dann krachst du mit dem Rücken direkt noch auf die Kante drauf. Aber gut, wir wissen, dass Jan heile wieder nach Hause gekommen ist, also wird alles gut gehen, aber das ist halt echt schon hoch. Mhm. Oh, schön bis Nippel, Robert. Ey, ich schwöre, ich habe das Video noch nicht gesehen. Du kannst nackte Männerkörper einfach nur gut analysieren. Ja.
Na gut. Ich glaube, du brauchst einen anderen Stock. Haben wir den noch. Jetzt einfach mal rein in die Mauer. Boah, alter Falter. Ja, gut, easy. Ich glaube, sah gut aus. Ja? Ich hab's nur durch den GoPro-Bildschirm gesehen. Fühlt sich schon immer so sehr knapp an. Ja, nochmal. Ja, ich guck mal diesmal in echt. Ja, ja doch, ja, auf jeden Fall. Perfekt. Ja? Ja, 2 Zentimeter von deiner Hacke waren noch hier drunter so, aber sonst perfekt. Alles super. Das haben wir schon wieder ein anderes Gefühl. Gruselig, Mann. Das ist schon scary. Ja, voll. Wenn du Angst haben musst, dass du ins Leere trittst, dann machst du das nicht mehr so easy, ne? Jetzt sowieso erstmal nicht. wie schnell er auf einmal laufen konnte. Komm. If you need one prep, then come back. Ja. Do one prep, come back. Das ist halt so gruselig, Junge. Ja, schon verdammt scary. Also es ist halt ein sehr hoher Wallflip. Also man muss halt einfach hier hintreten. Das ist bei mir fast auf Kopfhöhe. Und dann auf der Mauer anlaufen und auch noch landen. Also schon ungeil. Auf der Höhe. Das ist schon wild. Und rein, komm. Komm. Got it, man. Got it. Hast du gleich aus. So einfach, Alter. Warum mache ich es nicht einfach? Verfickte Kotze, Alter. Meinst du, deshalb, darauf bezieht sich gleich die Randale? Die dann wütet gleich durch Paris. Ich hoffe nicht. Also viele Dinge, auf die du dich gleichzeitig konzentrieren musst. Für groß und grün. Danke. Schmaler Anlauf, hoher Step, schmale Landung. Dachte, den mache ich eben weg, deswegen fuck mich das ab. Ja, der ist schon übelst wild. Komm, komm! Ich dachte gerade, ich hab's, aber ich raste gleich aus, ehrlich. Das kann echt nicht wahr sein. Scheiß Wallflip, Alter. Ich habe ja die Hoffnung, ne? Also wir haben gerade... Ich habe das T-Shirt gerade schon gesehen, das ist ja mal so geil. Ich fand auch gerade schon hier den Stitch, war das ein Stitch-Hoodie oder war das ein Stitch-Hemd? Ein Hemd. Hemd, ja, fand ich auch schon geil, aber ja, gefällt mir. Ich hab schon drüber gesprochen, Domi, Fredo und ich haben schon drüber gequatscht, da drüben sitzt einer der Miterfinder des Parcours und der hat das ja so spirituell alles gemacht. So mit dem Körper arbeiten und ich David Bell oder mit ganzer Seele, dass Jan hier gleich komplett ausrastet. Ich glaube nicht David Bell, nein. Okay. Aber die waren gerade, glaube ich, schon im Hintergrund zu sehen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Mein Herz ist gerade kurz eine Sekunde stehen geblieben. Also alles zusammenschreit und alles, was er unter seinem Sport sich vorgestellt hat, quasi zugrunde schmettert mit seinem Ausrasten. Das wäre der Traum schlechthin jetzt. Das ist übrigens der Herr da vorne in dem gelben T-Shirt. Ja, ist jetzt nicht Sebastian Furkan oder David Bell, aber der war mit dabei. Also gehört da auch mit dazu irgendwo. Aber wer? Viertstaffelfinale, komm. Ja. Da ist jetzt was los. Aber nochmal ganz kurz, um die Situation jetzt wirklich für alle verständlich zu machen. Die machen da gerade Parcours und im Hintergrund sitzt ein Mitbegründer des Parcours. Legit einfach da rum und chillt und guckt wahrscheinlich den Leuten beim Trainieren zu und ja, der guckt doch die ganze Zeit. Der wartet drauf, dass Jan was macht. Wie absolut krass ist das? Womit wäre das vergleichbar? Keine Ahnung, du sitzt irgendwo in der Straße, irgendwo in der Stadt, machst Mucke von, weiß ich nicht, Harry Styles oder so und dann läuft er an dir vorbei und sagt, ja, cool. So, keine Ahnung. Also, absolut krass. Geil. Hab ich was ausgesprochen. Ja, komm. Ist auch gar kein bisschen mehr Druck jetzt so, komm, ne? Komm. Dann irgendwie. Mach kaputt, das Ding. Schön einreißen ins Spot. Ja, Mucke fängt an. Ja, gut, dann. Ja, schön. Ja, Mann! Und er ist gar nicht zufrieden, schade. Geil, Digga. Yes. Stark. Abschluss. Ja? Vielleicht erstmal ein bisschen abreagieren noch. Einfach nur mal gleich auf die Fresse selber. Ich raste hier gleich komplett aus. Ja. Scheiße heute hier mit mir. Ja. Ja. Yes. Und zack. Ja, Mann. Ich hab kurz gedacht, du machst die Line fertig. Mein abgeranzter rechter Zehennagel fällt gleich ab. Nicht kein Metapher, nichts, sondern Ding fällt. Der hat aber auch immer Körperleiden, ne? Das ist so unglaublich, ne? Also, was Jan nicht hat. Schon wahr. Aber so Nagel raus ist ekelhaft. Das habe ich einmal bei einem Kollegen gesehen.
das war echt nicht spaßig, glaube ich. Ja, also, mein Bruder hat sich mal die Tür, die waren ja früher immer so ein bisschen abgeschliffen, damit die über die Teppichböden ging. Mhm. Und irgendwann hast du ja Laminat gelegt und dann hattest du ja so eine übelst hohe Kante. Mein Bruder hat sich den mal schön über einen dicken Onkel gezogen, die Tür. Nee, lass mal. Oh, das kann ich mir recht. Oh, ich krieg direkt Gänsehaut am ganzen Körper. Fällt gleich ab und liegt in meinem Socken drin. Dann kommt Blitz gleich in die Mauer. Ich stell mir so vor, wie sein Zehennagel einfach im Socken irgendwo hinfällt. Ja, ja. Gott, Alter. Da, also. Das ist richtig nervig. Oh Gott, ich mach noch eins von den. Ja, dann find ich ekliger als offene Brüche, sowas, ey. Ja, geil. So, vielleicht sieht man es schon, ich will eine Line damit machen. Backflip Pre raus, rum. Wallflip Pre und weg. Hoffentlich mit Zehennagel. Gut an Frankreich. Yeah. Ah, Scheiße. Ich wollte eigentlich durch das Tor da laufen. Ist aber auch blöd, so. Voll verkackt. Kacke. Den du jetzt dahin siehst im gelben Shirt. Ja, der ja, war klar. Mitbegründer. Ja, ja, okay. Ja, das habe ich gesehen, ja, ja. Ich würde nur gerne den Namen wissen, weil ich kenne also den Namen mit Sicherheit. Ich komme nur nicht drauf. Also David Bell hätte ich natürlich erkannt, klar. Burkan auch, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hätte gerne gewusst, wer da wirklich ist. Ah, schon crazy, ne? Das ist absolut krank. Also vor allem, wenn man halt überlegt, dass da einer steht, der Mitbegründer für eine Sportart ist, die halt auf der ganzen Welt bis in den Exzess ausgeübt wird, so, also ja. wie der Sport sich halt entwickelt hat, so, und da ist halt der Mitbegründer, das ist so, als würdest du einen Kickflip machen und neben dir kommt Tony Hawk, so, also, ja. Gut, okay, vielleicht nicht der Kickflip, aber würdest du dann in der Quarterpipe oder so ja, ja. Fahren, ne? aber das ist halt absolut krass. Ja, oder du dankst einfach in die Arme von Michael Jordan oder so. Jo. Ich glaube, so würde ich nicht was bringen können. Ich war echt überrascht, wie schnell ich das neben mir drin war. Ja. Ich würde ihn echt gerne da eigentlich rausmachen. Alles für den Übergang im Hauptvideo. Also da wisst ihr schon, was ihr gesehen habt, da war ein Übergang. Oh, geil. Da war er aber schon wieder fast auf dem Weg nach rechts, ne? Ich glaube schon. Da irgendwie. Die Körpersprache hat das irgendwie gesagt, irgendwie aus, der will ja jetzt nach rechts. Ja, ja. Ja, irgendwie schon, doch, doch. Ja, sicher. Geil. Boah, der war wieder kacke hier, aber der Sprung aus dem Backflip in den Speedstep. Der war flott. Der geht nicht schneller. Ah. Der Dwayne steht da wie so ein creepy Dude auf dem Kinderspielplatz. Ja, sicher. Kamera rein, geil. Boah, der war wieder kacke hier, aber der Sprung aus. Geil, ja, Mann. Dwayne, lass die Kinder in Ruhe. Dwayne hat jetzt übrigens auch einen, also der hat schon länger einen eigenen Kanal. Ich hab's gesehen, ich hab auch schon abonniert. Aber der bespielt den jetzt endlich auch. Ja, hab auch direkt ein Abo da gelassen. Ja, ich hab schon ewig bei dem, ja, ich hatte das vorher gar nicht gesehen. Ich dachte so, oh krass, endlich neu. Und hab ich geguckt, oh, so neu ist der ja gar nicht. Aber nee. Geil, dass da jetzt dann Stuff draufkommt. Aus dem Backflip in den Speedstep. Der war flott. Der geht nicht schneller. Ah, das war geil, Junge. Wirklich. Oh, mein Zehennagel. Jetzt ist er wirklich. Ist er ab? Nee, aber hängt nur noch am linken Pfosten. Ja, spätestens beim Gravel Jump ist er weg. Aufwärmsession ist vorbei. Wir haben alle nur den einen Sprung im Kopf. Manpower, vor allem nachdem wir gerade schon da waren. Für uns heißt es jetzt zum Auto kurz ein paar Sachen holen und dann die Mission des Tages abhaken. Den Grund, warum wir eigentlich hier in Evry sind, hinter uns zu bringen, das wird bestimmt wild. Aber erstmal müssen wir noch schöne Utensilien am Auto holen. Fun Fact, ich war ja bei, wo ich gerade das Holy sehe, ich war ja bei der Holy-Veranstaltung, wo die Schlappen am Start waren. Mhm. Und den einzigen,
Energy Drink, den ich an dem Tag getrunken habe, war ein Lidl Energy Drink, den die Jungs mir gegeben haben. Geil. Ey, hast du nicht mal die ganzen Sachen da probiert? Nee. Also, man hätte zwischendurch hingehen können, aber oft war es einfach so voll, du hättest immer anstehen müssen und so. Gar keinen Bock. Eigentlich hast du gar nicht so lange, glaube ich, angestanden, aber ich habe mir gedacht, ey, ich habe eh mein Wasser dabei und. Ich stand auch so mit dem Wasser da und die Jay stand neben mir und sagt nur so, Digga, du bist auf dem Holy-Event und säufst dein eigenes Wasser, was ist mit dir? Hast du nicht Unrecht. Ja, das stimmt schon. Ja, ich will demnächst echt mal da bestellen, weil es soll echt lecker sein. Ja, ich will das auch mal probieren, so ist das nicht. Jetzt habe ich das schon oft genug gehört, jetzt hat auch die Werbung Die haben ja auch ein Probierpaket, ne? Also, ja, deswegen, da werde ich, glaube ich, echt mal zuschlagen dann. Ja. Mit einem Schlappencode. Ich frage mich sowieso nicht, warum die Schlappen uns sich schon mal was gegeben haben, aber... Ehrlich, Schweine ihr. Abgehoben. Genau. Alle sagen das. So, wir sind oben, wieder am Absprung angekommen, hier wird gepreppt. Ihr seht es langsam, wir sind oben am Absprung, hier wird es jetzt ernst. Ihr habt gerade die erste Idee gekriegt, was hier gleich rübergeschmissen werden soll. Domi hat das Ding ganz glasklar, ist aber leider leicht verletzt. Zwar im Rücken und eine geprellte Hacke, aber mal gucken, was wir hier für einen Hype-Modus reinkriegen gleich. Wir haben ja, Problem, das Ding ist halt, wenn er als Parkoursportler da bist, dann machst du das. Also wenn du nicht da gerade im Gips stehst, dann glaube ich, würdest du dich auch auf ewig hassen, wenn du diesen Spot nicht mitnimmst. Ja. Ey, ich weiß ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand unser React jetzt gerade schaut und nicht weiß, welcher Spot das ist, aber das ist so der legendärste Parcours-Spot der Welt. Oder? Safe. Auf jeden Fall. Ne, ja, okay, weil du warst so still. So, ich dachte, ich erzähl gerade Scheiße und du wüsstest mehr. Nein, aber total unbekannter Spot, nur Loser sind da gewesen. Ne, Quatsch, absolut nicht. Wer hat den zuerst geschmissen? Bell, ne? Ich würde fast davon ausgehen, auf jeden Fall ist das das Erste, was ich gesehen habe. Und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass er der Erste war. Ja. Wenn ihr das genauer wisst, lasst uns das in den Kommentaren wissen. Oder wenn einer von euch schlappend hat guckt, schreibt das bitte auch mal da rein. Aber ich meine, David Bell. Ja. Mir alle ein paar wilde Sachen vor. Easy, was ist das denn, Alter? Hä? Das ist ja überhaupt nichts. Komm, jetzt eben rüber. Einmal will ich noch die Landung checken, aber an sich, ja, safe, Alter. Also entweder bin ich verdorben von den Sandhaufen oder das ist, ich schätze das gerade falsch ein. Nee, das schätze ich nicht falsch ein. Würdest du so machen wollen? Nee. Aber hört es schon immer noch wild, finde ich. Wir gehen einmal rüber, machen mal den ganzen Kies ein bisschen locker, checken mal, wie sich das wirklich anfühlt. Und dann kommen wir zurück und dann machen wir das auch. Ich hätte schon Bock auf dieses ganze urbane Klettern einfach. So, yo, ich Parcours auch. Parcours würde ich auch gerne wieder hinkriegen, aber das ist einfach ein Ziel, da ist mir noch zu weit fern. Aber einfach stumpf irgendwo hochklettern, da sehe ich mich jederzeit. So, da hätte ich richtig Bock drauf. Los, ab, machen wir. Ja, lass los. Also sorry, Video ist jetzt hier zu Ende, wir gehen klettern. Nee, aber so generell. Ich frage mich gerade, ist das ein Lost Place mittlerweile? Das sieht sehr leer aus. Also die Leiter wurde jetzt gleich hochgehen, die sieht neu angebracht aus. Aber alles andere sieht halt komplett dicht aus irgendwie, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht. Voll. Aber Lost Place wahrscheinlich einfach in dem Sinne nie, weil der halt dauernd wahrscheinlich besprungen wird, so. Also wahrscheinlich ist das einfach jetzt nur noch ein riesengroßer Spielplatz, so. Aber wahrscheinlich ist das einfach irgendwas Leerstehendes, weil das sieht halt echt alles sehr vakant aus. Ja. Ja, guck mal, wenn du jetzt in die Fenster guckst, da ist alles leer. Und dann hast du aber diese Edelstahlleiter. Da werden wahrscheinlich extra Leute bezahlt, die nur diese Leiter da putzen und polieren. Oder das ist echt so eine Sicherheitsmaßnahme, falls da ein Parcoursläufer irgendwie mal sich schwerer verletzt. Ne? Weil das wäre natürlich cool, das stimmt. Aber das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, die tolerieren wahrscheinlich die Läufer da, klar. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie denen jetzt quasi auch noch so entgegenkommen im Sinne von, ja hier, weiß ich nicht.
dann würden da auch wahrscheinlich so ein paar Erste-Hilfe-Stationen irgendwie stehen oder so. Ja. Wir sind jetzt am Dach angekommen, war schon anstrengender Climb. Aber jetzt gucken wir mal hier, wie der ganze Kies so ist. Alles schön weich machen. Und dann von hier sieht es viel höher aus auf einmal. Ja. Von der anderen Seite dachte ich so, ja gut, okay, das ist ja wirklich nicht mehr so krass. Und der Spot ist halt einfach auch legendär aufgrund seiner Geschichte so. Aber die sind bestimmt halt schon krassere Sachen gesprungen. Aber von der Seite aus sieht das doch schon wieder gar nicht mehr so Deine Schätzung, was meinst du? Wie viel Meter? Ich sag 5. Boah, ich hätte jetzt so gesagt 3,5 bis 4. Also ich würde behaupten. Obwohl wahrscheinlich mehr als 3,5. 4 bis 5. Ja, ich würde behaupten, also wenn du jetzt. Ich zeige jetzt mit der Hand drauf, als ob ihr das seht, wo ich drauf zeige. Warte, ich zeig für euch mit der Maus drauf. Wenn ihr jetzt auf dem Plateau hier seid und darüber steht Jan auf dem Plateau und darunter das Plateau. Ich würde sagen, diese leberwurstfarbene Wand, das sind bestimmt schon 3 Meter. Du musst ja easy daherlaufen können und du hast ja meistens noch ein bisschen Luft über dem Kopf. Ja, ja, gut, stimmt. So, und unter dem Plateau geht es auch noch ein bisschen runter und hier bis zum Kies geht's. Also ich würde so 5 Meter sagen. Ja, ja, also meine erste Schätzung mit 3,5 nehme ich auf jeden Fall zurück. Das ist, denke ich, auf jeden Fall drüber. 4 bis 5, ja. Machen wir genau das. Wir haben das Ganze jetzt aufgelockert, das war wirklich bitter nötig, weil der war wirklich sehr komprimiert, ja, und der Kies ist Steine. Eigentlich sehr beschissen, ja. Weil das sind alles so flache Steine und die sind halt einfach wie so eine Fläche. Je runder die sind, desto besser drücken die sich einfach weg. Also das ist wirklich nicht ideal, aber das passt, das reicht. Wir müssen jetzt locker und dann machen wir uns auch nochmal locker. Dann geht es da ein bisschen hoch. Also bis hier wäre die Landung. Mach da mal das aber Häppchen oder so. Ich würde sagen, wegen der Höhe ist hier so. Also hier war wäre. So, wir haben jetzt hier einen Prep auf dem Dach, wo man drauf landet, gefunden. Hier ist auch schön weich. Das heißt, machen ein, zwei Sachen hier einmal rüber, um zu gucken, was sich so ausgeht, was nicht. Ja, reicht. Muss ich noch lernen, aber hat gereicht. Dachte, Ferse ist zu viel. Also nach dem Sprung ist sie auf jeden Fall mehr gefickt, das ist glasklar. Ja, also das aber wird nicht besser. Sprung. Ich habe also jetzt wirklich probiert, nur auf den Zehenspitzen zu landen, aber man kommt halt ein bisschen runter. Das ist nicht vermeidbar. Aber der Katze ist das Ding, muss die jetzt preppen. Und wenn ich da zwei, dreimal prep, dann ist die Ferse komplett weg. Also ich habe eigentlich nicht mal einen Prep-Fall. Ich wollte schon immer hier den Double-Side drüber machen. Den habe ich aber schon ausgeschlossen, weil ich ewig keine Double-Side-Flips gemacht habe. Backflip wollte ich auch schon ewig machen. Das gucken wir mal jetzt gleich hier. Ist möglich, aber ist schon hardcore, weil ich die auch auf Länge nie gepreppt habe in letzter Zeit. Und dann gibt es noch den Frontflip in den Run. Preppen wir mal jetzt hier langsam. Kommt halt echt nicht weit mit dem Kong-Front. Mhm. Aber beim Frontflip gehst du halt. Und hier gehst du direkt in den Flip. Also kommst eigentlich nicht auf weiter. Das muss ich echt mal gucken, vor allem mit dem Anlauf, wie weit ich da komme. Zu ja, wenig, ne? Auf jeden Fall. Ich habe gerade die Markierung gesucht. Deswegen ist. Ich werde jetzt einmal den Backflip-Prep von da oben machen. Wenn das jetzt hier schön nah an dieses Ding kommt, dann kann man den nochmal ernsthaft in Betracht ziehen. Ansonsten. Ich glaube, die so, haben das Heft, was jetzt unten dann liegt. Dann wird nicht gut ausgehen. Ja. Das sieht von vorne, sieht das alles so chillig aus. Selbst wenn man hier rückwärts schon steht und denkt, da ist die Kante, ist das schon 5-mal ekelhaft. Allein hier schon. Also er müsste halt wirklich von da aus bis zu diesem kleinen Punkt da unten kommen. Mhm. Da, wo Ette steht, muss er hinspringen. Ja, das ist schon. Oder einfach trotzdem mal machen. Ja, ich weiß nicht. Du kannst halt einmal durchziehen, einen Backflip einfach nach hinten rausrollen, da passiert ja nichts. Oh nee. Oh nee. Leider nicht. Da wäre halt schon noch ein bisschen was gegangen an Beiter. Oh. Nee. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein Full-Send-Ding ist. Was klappt oder nicht? Ja, das Ding ist halt die Option nicht, mit oder nicht klappen, ist halt dann auch dein letzter Cent. Es ist schon sehr, sehr sketchy, das ohne gescheiten Prep irgendwie wegzumachen. Mach erstmal die andere Sache. Läuft gerade nicht rund, ey. Keiner ist motiviert, alle sind schlapp von Tour, ich auch klar, komplett. Tag alles, was wir uns vorgenommen Video. Haben oder ich habe keinen Bock drauf und zu müde. Suche jetzt irgendeine Lösung, dann noch irgendwas zu zünden, dann, weil sonst ist sonst. Es
könnte halt echt gut sein, dass du auf die Mauer gehst. Oder sagen wir so, du wirst nicht... Das Problem ist aber auch, da muss er weiter runter, um die Kante zu greifen, als da oben. Also okay, so ja gut, viel das stimmt. So viel Unterschied ist da nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die paar Zentimeter, die da Unterschied sind, dass da schon echt Power bei Flöten geht. Ja, safe, safe. Also normalerweise stößt du dich ja nach oben hinweg so, aber wenn du schon quasi drauf zurennst, indem du dich quasi nach vorne runterbeugen musst so, hast du ja... Also, ja, das müssen sie bei der anderen Plattform auch, definitiv. Aber die ist höher gewesen. Also ich glaube, du hast da ein bisschen mehr Raum, um dich da rauszupumpen. Mhm. Ja, ja, also das sieht sie, halt wirklich schon super, super niedrig aus. So, deswegen. Ja. Ja, wir werden sehen, was die da draus zaubern. Irgendwas Cooles werden wir mit Sicherheit sehen. Also. Safe, ja. Oder die Sonne, wir gehen jetzt nach Hause. Tschüss. I mean, we're all fucked. We're all exhausted and tired. And like, I feel super sick. I was shitting like liquid this morning. That's why I'm not doing it. If we do stuff here, if anyone does stuff here now, on like after more than 2 weeks of tour, they're fucking amazing and mentally so strong, because we're all komplett abgef***t, Jungs. Was sagst du? Jan hat es gerade schon gesagt, er ist langsam sauer genug auf sich selbst, um das Ding einfach trotzdem zu zünden, egal was passiert. Okay. Erst du, dann ich? Ja, komm. Was machst du? Mir scheißegal gerade, ich jag irgendwie darüber gleich. Ja gut, wir stehen jetzt hier am Absprung. Und so es ist nicht niedriger nicht geworden, aus. Aber ich habe übelst Bock. Ich bin absolut müde jetzt geworden, weil wir schon echt lange hier noch gesessen haben und überlegt haben, was jetzt noch Phase ist. Ich meine, mehrmals jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich werde nur noch schlapp. Warte mal, ganz kurz. Ich habe das, glaube ich, gerade ganz anders im Kopf gehabt. Ich habe noch den Prep in die andere Richtung im Kopf gehabt. Und da rennt er ja auch noch nach oben hinweg. So, also ist quasi die Mauer ja, wenn er früher springt, ja theoretisch eh weiter höher. Mhm. Aber jetzt rennen die ja von oben nach unten. Ja. Und da stelle ich mir gerade sogar noch komischer vor. Ja, aber es hat trotzdem irgendwie Sinn gemacht, was du gesagt hast. Aber ja. Keine Ahnung, Alter. Also jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Deswegen, glaube ich, gehen wir einfach mal an eine Kante und springen darüber. Komm, Mette. Hilft ja alle nichts. Ja, und du kommst dann gleich nach? Kaffeekranz auf der anderen Seite mit Ette zusammen. Kommt's, Männers. Jetzt aber rüber über den Gap. Ich bin gerade halt wirklich einfach so richtig schlapp, auch so mental gerade so. Ein bisschen am Hängen, aber ich sehe das, ich weiß, ich hab den, die Höhe passt, das Gap habe ich, Abschwung sollte auch fein sein. Ist echt verdammt scary, wenn man hier von dieser Spitze abspringt. Okay. Komm, Junge, und jetzt rüber. Okay? Ja, komm. Ready? Ja. Drei. Warte. Oh, meine Beine sind so Butter, Alter. Nochmal. Schön draufhauen einmal. Staffelfinale, mein allerbester. Ja, da sagst du mal, komm. Komm. Schlappentour 23, Baby. Komm. 3, 2, 1. Ey, da haben sie diesmal aber mit der Mucke getrickst. Komplett gebaitet. Ich wollte gerade sagen, oh, die Mucke kommt, alles gut. Yeah. Und dann zack, doch nicht. Schweinehunde. Komm, drop da einmal runter. Ich mach mal den hier, das muss reichen. Boah, Junge. Oh, das ging auf den Schwanz. Ja, lieber nur auf den Schwanz als komplett Arona. Komm, jetzt bist du aber warmed up. Ja, ja, jetzt bin ich warm. Direkt draufstellen und rüber mit dir. So, Dwayne, ich komme. Ja. 3, 2, 1, go. Ja. Geil. Geil. So ein bisschen Running Man, überlegen. Ne? Ich bin gerade am Überlegen, ist halt Ettes Erster? Wie Ettes Erster? Erster Sprung an dem Spot, weil die waren ja schon öfter da. Die waren da, aber das kann ich ja nicht mehr sagen. Oder nicht öfter, aber mindestens einmal waren die da. Ich bin gerade am Überlegen, hat Ette den damals nicht gemacht? Das weiß ich nicht. Ja, sicher. Geiler Typ, Alter. Alter, gegen den klar, der Impact, oder was? Sicher ging der klar. Ah, nichts in der Handgelenke, gar nichts. Das war easy. Komplett auf die Schulter drauf, aber der Boden, er hat es wirklich gemacht. Also, ja, geil. So. Alter, 4 Jahre. 4 Jahre sind her, wo wir hier waren. Ich habe ihn damals nicht gemacht, weil ich insane Muskelkater hatte. Ich habe mich da wegen die Runde abfliegen sehen, aber jetzt, ja, das musste sein. Das hat mich jetzt seit 4 Jahren, hat mich aufgeregt. Mhm. Immer sagen zu müssen, ja, ich bin nie gesprungen, ey. Gratuliere. Danke. Gratuliere. Komm.
Und jetzt warten wir hier noch ganz freudig auf Jan und dann kommt er auch noch gleich nachgeflogen und dann sind wir hier zu dritt im Trio per... Vollständig ist das Wort, Alter, ist die Sonne schlimm hier oben. Seit verf***ten 2 Stunden chill hier auf diesem Dach hier und warte. Der Wahnsinn. Also zum Glück haben wir nochmal weich gemacht und alles, weil... Also das ist wirklich mal ein Loch. Das ist ja geil. Chillig, absolut ikonischer Sprung. Endlich weggemacht. Geil. Das ist wahrscheinlich der ikonischste Sprung der Welt, den es jemals in der Parcours-Geschichte gab. Geil. Genau so. Boah, das geile Schwein. Manpower weggeharrt. Premiere für den Ed, der weggesemmelt. Komm Jan, jetzt aber in den Modus. Direkt drüber und ins Kaffeekränzchen mit dem Ette. Und die Jungs tragen hier noch eine extra Schicht Kies auf, damit das auch wirklich safe ist. Und dann geht's für dich darüber. Zack und schön. Du hast das Jodeln vergessen, Jan. Richtig nach vorne ballern. Nur weiter. Das Ding ist so viel gruseliger, als ich dachte. 80 mal gruseliger als der normale Front. So fliege ich 80 Meter darüber. Ja. Komm jetzt, ja. Scheiß Hände auf jetzt. Ich bin vor 4 Jahren so weit darüber geflogen. Flag ich da 40 Meter Komm. Drüber. Jetzt fliege ich. Ja. Für Schlappentour oder was? Ja. Komm. Vor, zurück und rein. Ready? Ja. Zack. Zack und rein. Ja? Ja. Komm, Jan. Ey, man wird trotzdem, das ist total lustig, man wird trotzdem nervös, obwohl man weiß, Jan ist am Ende bei Seven vs. Wild gewesen, macht hier seine Streams so, dem geht's gut, der sitzt nicht im Rollstuhl oder Schlimmeres so. Trotzdem nimmt einen diese Atmosphäre mega mit. Also ich bin trotzdem angespannt, auch wenn ich weiß, dass gleich alles gut gehen wird so. Und im schlimmsten Fall kommt er nur nicht so weit, wie er sich gewünscht hat, dass er weit kommt. Aber in der Regel so weiß man ja schon, in der Regel weiß man ja schon, dass alles gut gegangen ist mit dem Upload. Ja, stimmt. Ja, gut, okay. Und wenn irgendwas nicht ganz so glatt lief, kommt es trotzdem ins Video. Nur aber spätestens du mit Instagram, du bist immer gut auf dem Laufenden, ob die noch leben. Ah, geil. Nee, aber dann zeig, guck links, mal. Links, rechts, Frontflip, vor und rein. Ready? Richtig nach vorne. Komm. Okay. Komm, Alter, rein. 3, 2, 1. Boah, Junge, okay. Und rein! Ja! Ja! Respekt. Ne, krasser Respekt. Würde ich nie in meinem Leben machen. Ich dicker Mops, ich würde irgendwo aufknallen und dann hätte es einen Fettfleck auf dem Boden. Aber. Ich fand, der sah tatsächlich nicht so geil aus, weil er sich so runterbeugen musste. Ja, das ist das Einzige. Das ist das Einzige. Ich finde so Kongs oder Katzen oder so, finde ich immer geiler, wenn die nach oben gehen. Das sieht irgendwie mächtiger aus. In dem Moment sah es, fand ich auch so aus, als hätte er die Mauer einfach quasi nur so einen Bruchteil einer Sekunde gestreift. So. Also da war gar kein Wegfedern, so, weißt du? Ja, genau. Jan, wir haben dich trotzdem lieb, sei nicht sauer. Ich meine, der Sprung an sich sah halt geil aus. Ja, ne? Wahnsinn. Trotzdem. Wahnsinn. Aber ich finde, da, also auch nochmal, auch wenn man das jetzt nochmal aus dem Perspektive gesehen hat, das war halt nur so ein, also ich liebe halt bei diesen Kongs halt dieses Rausdrücken so und dann dieses Fliegen nach oben und Weite und so. Und das war hier halt nicht. Also hat er quasi selber gesagt, wäre er normal gesprungen, wäre er wahrscheinlich 3-mal weitergekommen, so weißt du? Ja. Und normalerweise nimmst du ja diesen Kong, um dich quasi wegzukatapultieren, so. Deswegen, aber so oder so ein geiler Sprung und ich wäre halt einfach nur vor Panik einfach, egal wie weit ich springen könnte, ich wäre einfach straight runter, Kerze, zack. Ja, deswegen, also, es war natürlich trotzdem unglaublich, ich sag das als dicker Mops. Ja, so, Dito. Ne? Also ich habe gar keinen Plan, was da gerade hintergesteckt hat. Ich finde halt, wäre er nur gerade rausgesprungen, ohne sich auf der Mauer, die einfach viel zu niedrig ist, meiner Meinung nach, nochmal abzustützen, hätte es geiler ausgesehen. Aber trotzdem krasser Sprung. Und jetzt höre ich auf. Ich habe das Gefühl, ich habe mich damit nicht so in das beste Licht gerückt. Ach Quatsch, ich glaube, die wissen, wie du das meinst. Okay. Das war ja jetzt auch kein... das war ja schwacher Sprung, das war ja einfach nur, der hätte geiler ausgesehen, wenn.
Aber ja, genau. So war es ja an sich auch schon spektakulär und einfach auch außerhalb unseres Erreichbaren. So, Junge. Ja, ja. Da wäre einfach nur ein Krankenwagen gekommen, der wäre auf der Hälfte abgedreht und dann wäre der Leichenwagen vorbeigefahren. So. Genau. Ja. So, nö, die nehmen wir nicht mit. Die sind schon hinüber. Alter! Meine Fresse nochmal! Was ist das jetzt? Freude, Zorn, was ist das? Enttäuschung? Zorn, Freude! Ah, mir scheißegal, Hauptsache hier drüben oder was? Du hast doch wirklich einen an der Maisasse. Trink einen Schluck. Oh, ich wusste, dass der einfach nur aufs Knie geht, aber das war die Schlappentour, Finalsend oder was. War schon scary, hätte ich nicht gedacht, als ich die Idee heute Morgen hatte, dass der so gruselig ist. Alter, ich sag dir ganz ehrlich, solange wie du da oben am Rumhampeln warst, ich war nervös, als du dich selbst springen müssen. Ne? Ich bin richtig am Zittern jetzt. Ich habe auch nicht Angst gekriegt. Ich war mir nicht safe mehr. Liebe. Ich wusste, du packst es, aber irgendwie auch nicht mehr. Ja, same. Ich wusste nicht, bevor ich... Ich hatte keinen Bock. Ich hatte am meisten Angst einfach, dass es meinem Knie übelst weh tut wieder. Und dann hatte ich tatsächlich auch Angst, dass ich nicht weit genug komme, war Quatsch. Dann kam auf einmal, als ich dann das erste Mal kurz vom Kometen war, kam so, Alter, du hast doch nicht einmal drüber nachgedacht, dass du das Ding auch nicht overrotaten solltest, ne? Ja. Weil das ist beim Kongfront halt im Ansatz mal so nur für Kongfront gemacht. Aber dann, als ich dann letzte Mal drin war, da war dann eigentlich alles klar. Das war mental wirklich anstrengend hier. Das war, ich bin auch wirklich am Ölen wie kein 23. Boah, aber das ist schön, dass mein Dachfluch hier endlich erlöst worden ist. Alter, das Dach ist so heiß hier drüben. Ich chill hier seit Stunden. Ja. Nein. Alter, beim Sprung? Oh, nee. Aber den Handy hast du? Ja, okay. Hier ist der Handyspeicher vollgegangen. Also man muss mal auch sagen, das lag jetzt nicht unbedingt am Handy, das lag dann vielleicht an der Person, die gesprungen ist. Da können wir der Technik keine Schuld zuweisen. Ich habe die auch direkt gelöscht, aber die waren irgendwo noch... Ich will, dass das Ding ausgeht. Das lag an mir, safe. Kann ich nicht böse sein, ist trotzdem Abfahrt. Ja, klar, absolut. Boah, scheiße, Alter. Kannst du keinem erzählen, dass bei sowas zwei Kameras ausgehen. Wir haben da einen Handywinkel, den haben wir noch. Wir haben ein Foto und wir hatten von da haben wir noch den insane Shot mit Max Kamera in Slow-Mo und alles. Und ich habe einen noch vorne GoPro hier unten. Also das war ein schlappen First. Hier zwei Kameras in einem Sprung ausgegangen. So, nach den erfolgreichen Sprüngen kleben wir auch unseren Sticker hier nochmal hin. Tatsächlich, kleiner Fun-Fact, wir waren die Ersten, die damals hier einen Sticker hingemacht haben. Jetzt sind noch ein paar weitere gefolgt, die den Sprung wahrscheinlich richtig auch gemacht haben. Aber wir werden nochmal neuen hinklatschen. Und ich glaube, das wird richtig Schmuck, das Ganze. Und vor allem hier, der ganz alte, der erste Schlappensticker. Das muss rein säuberlich. Ja, ja. Zack. Wir sind am nächsten Spot und zwar ist der direkt neben Manpower, das ist da drüben das Gap. Der Park ist neu gebaut, anscheinend hat man mitbekommen, dass hier viele Parkour-Leute hinkommen, deswegen gibt es jetzt hier einen Parkour-Park. Hab hier eine Line das ist eine ziemlich geile Sache, muss ich sagen. Ja, also, mega. Also einen Park direkt an dem Spot hinzubauen, wo du halt wirklich weißt, dass da Leute sind und nicht irgend so eine, komm, wir müssen jetzt noch irgendwie Steuergelder verbraten, wo bauen wir jetzt einen Park hin, irgendwo am Arsch der Welt, wo keine Office hinfahren oder so. Ja. Richtig geil, richtig geil. Richtig Bock, was zu machen, Alter. Deswegen mal rein hier. Boah, das ist auch ganz eklig, ey, mit den Fingern da so hängen bleiben. Jo. Boah! Da war ganz, ganz komisch vor den Armen. Was war? Die Arme waren nicht richtig positioniert. Ich habe beim Schwingen gemerkt, das wird nichts, wenn ich mache. Ja, okay. Deswegen musste ich bremsen. Alter Lachs. Heide Witzka. Keine Power in den Arm, um den mehr rauszuziehen. Okay. Ich bin zu K.O., um den hochzuziehen. Das hier ist so das alles, was noch rausgeballert werden kann. Und nach dem hier ist so, ich kann nicht mehr. Wir müssen was Leichteres hier kriegen. Okay. Dropkicks. Der ist so geil, der Run. Ich habe einfach null Power mehr durch die ganze Sonne da oben auf dem Dach drauf. Deswegen gebe ich noch einen Versuch mit der Stange und wenn ich dann merke, jo, geht nicht mehr, dann mache ich danach noch einen quasi, wo ich dann nur den Geldflip mache und dann sage Stopp. Einfach nur, um noch was zu kriegen. Da habe ich schon noch Bock drauf. Ich hoffe, dass das jetzt einfach direkt mit der Stange funktioniert. Das wäre schon am geilsten. Mhm. Die sind wirklich insane rutschig und Kraft geht flöten. Oh. Ui. Komm. Komm und rein. Alter, ich kann nicht mehr. Die Taube, Junge. Die hat mich irgendwie verwirrt, aber es ging. Muss noch was. Wow! Ich bin scared. I fucking do it though. Let Dwayne go for one. Also er springt mit den Füßen drauf auf der Stange. Ja. Yeah.
zeige ich die Füße falsch hier. Ich kann aber gleich nicht mehr. Es ist echt so richtig Schwindel beim Laufen. It's just scary because you can hit your shin on the metal here. Right. Ach, will er da drüber? Okay, ich dachte, der wollte in die Stange springen. Ja. Ja, ich dachte mir, der will auf den Betonklotz. Okay, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich dachte, der bleibt halt einfach drauf stehen. Aber der hat dem so viel gegeben im Sprung, dass der straight mit seinen Beinen in die Stange gejagt ist. Komm, einmal alles geben. Ja, komm. Ah, fuck. Scheiße ist das. Nein, gab gar nichts, Alter. Boah. Still scary. Yeah. I slowed down and had a nice pike, but sticking is fucking hard, I think. Yeah. Komm, letzte Kraft. Ja, komm. Ja, und go. Rein, komm. Nice. Oh, oh nein. Schade, aber ey, trotzdem. I didn't see shit while swinging. Fuck it, it's soft. I can't get up. It's soft as fuck. Yeah, but I didn't see something while swimming. I was black out. Kommt Bunny. I just swing. Yeah, but it's safe. You didn't hurt yourself. Oh nee. Yeah, okay, you do it again. Komm. Geil, ey, ich konnte nichts mehr sehen. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Schaff's nicht, mach nochmal. Seine Fresse halten, der liegt hier unten nicht. If you leave it here, you're a fucking good. Just do it better. Ja, me too. Ich auch, aber nicht jetzt, Digga, weil ich sehe ja nichts. Wenn du wieder was siehst, dann vielleicht. Alter, das war echt kein Witz. Als ich geschwungen bin, kennt ihr das, wenn ihr aufsteht und eure Augen schwarz werden, weil ihr nichts mehr sehen könnt? Genau das ist beim Schwingen passiert. Ich habe komplett jetzt nichts gedingst. Ich kotze gleich, Alter. Oh Gott, das hört sich echt nicht gut an. Ja, das hört sich stark nach Sonnenstich an. So hart, dude. Komm, Alter. Er macht echt nochmal. Du fucking Legende, ey. Jo. Und rein. Ja, komm. Let's go. No. Ich hätte nicht mehr rumgekriegt. Das ist keine Kraft da. Ich kann nicht mal mehr halten. Ich rutsche nur mit den Händen weg. Ich kann nicht zupacken und gleich, rutsche ich so raus. Ja. Scheiße. Sind gute Dinger. Ja? Hm? Geil. Schön die Tyrells. Und die Tyrells? Mhm. Na klar, nur das Beste. Nur das Beste. Richtig guter, ja, komm. Guter Clip, ey. Er steht doch einfach nur noch seine Eier, oder? Ich weiß ja nicht, was in Folge 7 noch passiert ist, aber... ja. Aber ey, selbst wenn die nicht gegeben hätte, wäre ja trotzdem schon einiges auch bei ihnen passiert, ey. Also die haben sich ihre Chips verdient, ey. Ja. Aber das war auch gerade wirklich einfach eine ganze Mut, ey. So, ja. Ich stehe jetzt hier und esse meine Chips. Ja. Die sind verdammt lecker. Ja. Ich hätte jetzt auch welche, muss ich sagen. Untersteh dich. Ja, ich habe auch keine, ey. Also ich hätte gerne welche, meine ich. Ach so. Ich habe leider keine, ey. Jetzt aber mal drauf da. Oh, ja. Endlich. I try and make it better, aber because that was really shit. Zufrieden. That was nice. The power was good, but the fucking... Ah, that was good. Und rein, Alter. Komm, nochmal alles geben. Ja, komm. Oh, bitte. Komm. Ja, richtig gut, Alter. Yes. Der war ja wirklich perfekt. Yes. Let's fucking go. Alter, ja, ich kotze gleich. Du fucking Maschine, er wird wahrscheinlich trotzdem Alter. Noch fünfmal schaffen, Alter. Du fucking Tier, Mann. Ja, war jetzt aber totes Glied. Oh, geisteskrank. Das war wirklich aus der letzten Kraft, Alter. Ich stand da jetzt bestimmt 5 Minuten hinten und hat die ganze Zeit so Kotzmacht. So, jetzt, du bist auch übelst bleich. Ich kann nicht mehr, Alter. Junge. Das war echt zu viel jetzt. Da war aber nicht mal was gemacht, Alter. Das war echt nur die Sonne, die mich so hochgenommen hat. Ja, und du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Ah ja, vielleicht war es auch das. Ja, stimmt. Geil. Abendbrot hast du dir verdient. Aber sehr geil, Mann. Ich bin auch happy, das noch gepackt zu haben, Alter. Das hat schon sehr an mir genagt jetzt. Mhm. Ich dachte mir die ganze Zeit so, jo, es war eigentlich hast du den, aber du packst es nicht, weil dir schwindelig wird, weil du schwarz vor Augen hast, aber das war gut, den noch jetzt noch geschafft zu haben irgendwie. Absolut. I could tell you had absolutely no idea where you were, but you did it anyway. Yeah. You were just like, but you committed. It's so sick. Shit,
It started somewhere here. I was just like, yeah. Master memory, do it anyway. Yeah. So sick. Zu schnell. Oh, nee. Yeah. Ja, er ist halt immer noch ein bisschen nach vorne geslippt mit dem Fuß. Den hat er sich zu Herzen genommen. Den habe ich mir sowas von zu Herzen genommen, als der Fuster mir da gesagt hat, ich bin und so ein Alter. Ich habe die Leiter. Den hat er gesagt. Den hat er sich zu Herzen genommen. Den habe ich mir sowas von zu Herzen genommen, als der Fuster mir da gesagt hat, ich bin und so ein Alter. Ich habe die Leiter eigentlich nur gemacht, um denen zu sagen, dass er ein Hurensohn ist. Ja, jetzt kann er den eigentlich dabei belassen. Nee, nee, das geht jetzt auch nicht mehr. Ah, you have to stick it now. Oh, you are going to do one more thing. Come on, Max. BMT. Come on. MP. Manpower. Come on. TB stick. Textbook. Oh, it's, I can't not slip. Aber war doch diesmal nicht, oder doch? Doch, ein bisschen. Ja? Alter, was will er denn? Will er da jetzt wirklich? Landen, leben bleiben. Ja, okay. Für die schlechte Landung. Nein. Ah, it's fuck. Like every time I'm gonna do this. Aber ist das nicht auch einfach der Schwung, den er hat? Dass er mit den Schuhen einfach... Ja, ja, natürlich. Aber dann kann er ja nicht viel anders gegen machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, was er dagegen machen kann. Außer halt wirklich komplett mit den Zehen auf der Kante stehen bleiben und sich einfach in Kauf nehmen, wenn einfach Zehen brechen. Ja. So. Aber ansonsten glaube ich doch einfach allein durch den Schwung. Also, es sah ja schon perfekt aus. Er ist ja quasi stehen geblieben. Nur, dass ich glaube, dass der Schwung ihn halt noch weiter nach vorne gebracht hat, weißt du? So sah das aus. Also, ich bin gespannt, ob er das jetzt noch perfekt dahin kriegt. Dann würde ich aber gerne eine Erklärung haben, wie er das gemacht hat. Spider-Man-Fähigkeiten oder so. Jetzt. See, I bounced it and I still slipped. So how can I make it? Really? Try again. Ja, ist er nochmal entkommen. Ich habe ihn schon aufgeladen und habe ihn schon drinnen gesehen. Lustig. Vielleicht wird's ja doch. See, it's I can't not slip. Aber das ist kein Slip. Also, yeah, like I think it's come fine. On. If you don't stick it now, you will get a soft Leberhaken. I think I will do it all day and or do that again every time. Come on. Even when I bounce, did I do it? Every but time a Leberhaken. See, even I bounce and I slip. I'm not gonna do it anymore. Every come outcome on, is a slip. Max, I could do 100 and they would all look the same. I'm happy with it. Show us that you can do 100 and they all look the same. Absolutely. And if not the Leberhaken, this is also good for the Leberhaken. Bock jetzt Leberhaken zu verteilen, oder? And if I toesy it like this, but I will injure both my ankles if I do that. Like, that's why I'm never doing that. Yeah, but I think that's definitely worth it. So it's a shit clip. No. It's a super basic. It's the best clip I've ever seen of you. Komm, jetzt tue ich den in der Luft schon rausfeuern. Imagine that you get a Leberhaken if you don't make it. That doesn't help at all. See, every time, even a bounce, I'll slip. I'm not gonna do it anymore. It'll all be the same, for sure. Alter, den müssen wir so lange überreden, bis er wenigstens kurz hier oben bleibt, damit man da zuschlagen kann. So geht das ja nicht. Ja, vollkommen, jetzt eine Motivationsrede kurz halten. Do this running pre and stick it. This one, the small one. From here to here. Yeah, yeah, okay, I stick that. Der wird Schläge verteilen. What is that denn? Was war das? See? And you can do the same thing here. Dann war irgendwas Brockiges aus so einer... Now try, we have lemonade here. Max! Was sagst du? Was war das? Das war irgendwas was Brockiges aus so einer Limondose? Ja, Fruchtstücke wahrscheinlich. Ja gut, okay. Vielleicht ist das dann... Das ist wahrscheinlich Französen halt. Last one! Und Jan ist auch schon im Feierabendmodus. Feier das. The only reason you want me to do it is you want me to not bounce back so he can punch me. Ja, genau. No, he don't punch you, he gives you a Leberhaken. Yeah, that's a huge difference. I won't do it again. You got it, my friend. You definitely got it. It's fine, I won't do it again. Okay. So, das war's jetzt hier am Spot. Max will das Ding nicht sticken, will auch keinen Leberhaken kriegen, warum auch immer. Also verstehe ich beides nicht. Dwayne hat die Leine auch richtig wild weggemacht und wir gehen jetzt weiter. Wahrscheinlich zu Dame du Lac. Kennt er vielleicht von vor 4 Jahren noch. Nichts wahrscheinlich, ganz sicher. Direkt hinter jetzt. Der Spot ist halt auch so Gänsehaut, Mann, Alter. Ja. Ob da noch Energie. Ja, dann ist das, ey.
Also ich meine, die klettern da ja schon rum, aber... Ich meine, ich verstehe ja, dass man das Highlight zum Ende setzt, aber das ist halt auch so traurig, weil das Highlight dann mit am wenigsten Power von der Tour durchgezogen wird. Ja, Mann. Ja, das ist halt wirklich so. Ey, ich muss gleich, ich glaube, ich gucke heute Abend auf jeden Fall Yamakasi, Banlieue 13. Ich habe heute richtig Bock auf die alten Filme. Wir haben wieder an unserem alten Schlafspot gepennt, haben hier gerade noch einen Intro-Shot mit dem Zelt gedreht und der Domi, der hat hier noch richtig Bock auf einen geilen Sprung. Er wird es hier von den Felsen rüberjagen. Und was ist das Problem gerade? Dass ich fürchterlich pissen muss. Deswegen muss es schnell gehen. Das muss ganz schnell gehen. Ja, aber in dem Sinne werde ich da jetzt einfach hingehen und springen. Der Sprung ist von hier, zack, darüber. Ziemlich weit und fetter Impact, aber absolut geil. Einfach rein. Wieso also pinkelt der nicht vorher? Please wake me up. Boah. Wow. Oh, 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 oh. Ja, safe. Geil. Zack, ja. Oh. Ich habe deinen Buschsprung gerade gespottet für den Dwayneck. Ja, ich komme da mal direkt hoch, würde ich sagen. Dann kommen wir mal hoch zu dem gnädigen Herrn. Digga, das ist ein verfickter Baum. Aber das sind doch keine Stacheln. Ja, es sind doch keine Stacheln. Ja, Alter, dann lass ready machen. Ich check den einmal unten und dann schmeißen wir uns da rein. Wir sind halt in einem Steinparadies und unter dem Busch liegen überall Und mit mir meint er, ich. Steine, das ist ungefähr so eine Gasse, wo keiner ist. Wenn ich die treffe, alles gut. Ja? Deswegen schnell, schnell, schnell alle mal hin, bevor ich es mir anders überlege. Ja, das ist ein Deal. So geil. Ja. Ist das der Busch? Ja. Ja, sowas von Scheiße. Exakt. Komplett voller Stacheln und Steine. Boah, jetzt wird sich ausgerüstet. Gefunden. Das ist wie Schutzkleidung. Das ist wie der Helm für den Motorradfahrer. Jetzt kann gar nichts mehr passieren. Jawohl, wir sind ready. Ich würde behaupten, dass die Stacheln da durchkommen. Besten Dank an mich für mein zu schnelles Ja sagen. Bereit? Ja. Boah, ich glaube, das wird der erste Buschsprung, der mal scheppern wird. Oh, wow. Ich glaube, da rassel ich sowas von straight durch. Da unten sind nur Steine. Also, wenn wir den Krankenhausbesuch jetzt noch nicht hatten, dann stehen die Chancen perfekt, dass es jetzt der finale Besuch wird. We go hospital after bush jump. We go hospital after bush jump. Ja, ich dachte, ein Vers kommt. Dachte ich auch. 3, 2, 1. Hospital after bush jump. Okay, ging aber doch irgendwie. Ja. Hat besser abgefedert, als ich erwartet habe, ey. Ah! Wow! Alter! Perfekt! Oh. Ja! Ja, sicher! Ja. Junge! Alter, das war richtig geil. Ja, das war zwar durchgerasselt, aber sehr kontrolliert durchgerasselt. Ja, also perfekt. Ja, irgendwie besser schon. Geht ja gar nicht. You like? Das hat Jasbeck sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, doch. Besser hätte man es, glaube ich, nicht formulieren können. Ja. Kann mir jemand raushelfen? Ja. Nee, der bleibt da jetzt. Ah, das sind Stacheln überall. Ah, das sind überall Stacheln. Das hat ja wieder perfekt funktioniert. Unglaublich. Digga, überall Stacheln in dem Scheißbusch. Alter, wie konnte das gut gehen? So geil. Der blaut da jedes Mal wie eine Feder in den Busch und es passiert einfach gar nichts. Alter, da waren sogar Stacheln überall und auf jeder Seite Steine und trotzdem safe. Alter, echt wild. Der kann die einfach. Digga, ich kann hier langsam echt die einfach. Das ist so gut. Ja, hidden Talent, ey. Also da ist wahrscheinlich doch mehr Skill bei, als man sich so denken mag. Ey. Vor allem, ich liebe einfach diesen Fakt, dass er einfach null dran geglaubt hat, dass ja, da nichts passiert. Ja, und das auch nicht mal so verheimlicht, so, ne? Ja, und dann auch so ganz, ganz nüchtern so, ja, das ist ja Wahnsinn, dass da ja, nichts passiert ist. Ja, Mensch. Glauben, dass die Dinger schief gehen können, ne? Die müssen so lange gepusht werden, bis da mal was passiert, das kann doch nicht wahr sein. What? Oh, unser Zelt fliegt gerade weg. Also. Komm, runter. Oh, ja, der war gut. Der war oh, geil, komm also. Weiter. Ja. Ja. Komm mal, Max. Ja, komm. Gib it up. Ah, Jan. Fuck. Ja. Weg mit dem Hass jetzt. Ich gebe richtig auf den Sack. Zack. Ja. Ah. Die Richtung ist gut. Oh. Ja. Oh.
Das war ein Fußballer. Ach du je. Komm weg. Nee, dann. Ah, nee. Boah, du bist so unfassbar dumm. Wie die Kühe in deinem Heimatland. Scheiß Bauer. Ha! Boah. Oh. Ha! Oh, okay. Da sieht man wieder die Fußball-Nationalmannschaft. Mein Gott, ist das ein Scheißwort. Ja. Und ich bin aber auch begeistert, mit wie wenig die einfach so viel Spaß haben können. Also das ist ja, wie Kinder. Ja, wie Kinder. Total. Also die führen das Leben, was ich gerne wieder führen würde. Jo, eigentlich schon. Alter Lachs. So, au! Ja! Opa vom Fahrrad. Da die Homeless TV Guys jetzt zum Flughafen hin. Und die anderen verabschieden sich jetzt schon mal, weil die werden die jetzt nicht mehr sehen. Die müssen nämlich zum anderen Flughafen das hin. Jetzt ist übrigens eine 2-Stunden-Fahrt. Verdammt weit. Echt jetzt? Zwei Stunden. Über 2 Stunden. 2 Stunden bis zum Flughafen. Über 2 Stunden. Alter, lauf doch mal lieber. Das hat nicht mal was mit Paris zu tun. Wir werden jetzt schön noch privat chauffiert zum Flughafen. Da steht ja so noch im Arbeitsvertrag. Mhm. Und besser Taschengeld für morgen auch noch. Sonst gibt's ja, Leberhaken. Tschüss. Komm her. Ach du ein... Jetzt geben wir doch mal einen Kuss. Jetzt geben wir doch mal einen Kuss. Der zählt schon, du. Ja, komm, dann umarme ich nochmal richtig. Ja, jetzt komm her. Peter, du bist dran. Ja, komm her. Yo, drill on you, watch out. Und der umarmt dich ganz normal. Oh, das ist aber zärtlich, Mann. Jetzt lass uns auch nochmal richtig romantisch. Nee, du altes Arschloch. Altes Arschloch, du bist absolut geil. Schau mal. Ach, komm her, Jas. Ach, komm her, Jan. Komm mal her zu mir. Komm, Chris, weg! Komm, lieber! Warum sind die Österreicher Arschlöcher denn so dagegen? Ich weiß auch nicht. Das ist doch nur ein Zeichen von Liebe. Eben. Das ist doch nur Liebe. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Jan schon wieder länger nicht geduscht hat. Das könnte ich mir vorstellen. Das kann sein, ja. Aber Dwayne ja nicht. Ja gut, Dwayne vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Also ich habe ja, vielleicht hat er vielleicht hat er zu Hause solidarisch nicht mitgeduscht. Vorher aber damit aber die armen Flugpassagiere mit ihm. Komm, Leberhaken! Da war ich aber im Arsch. Das ist definitiv nicht legal, was hier alles abgeht. Schön, dass wir misshandelt werden. Das schöne auch denn von den Arschlöchern. Das gibt eine Anzeige. Mach's gut, mein Junge. Ja. Ah, geil was. Ich werde die Männer vermissen. Ja, Mann. Aber jetzt schön noch mal kein Vergewaltigungskuss, sondern einen aufrichtigen. Och Mann, Alter, was soll das denn? Safe Domi. Big Thriller, Shank on Oblock, make it cook, chef it up. Splish, splash. Splish, splash on Oblock, oder was? Ja, gut. Ja, komm, I need to say goodbye to Eddie, so. Ah, yeah. Ja, komm. See you. See you next time. Yeah. Ah, on London. In the fucking shithole. Aus London. On der shithole, oder was? Yeah. On Oblock. Sag. Komm dann jetzt weg mit euch. We will see. So. Alle Mann, jetzt aber mal Abfahrt. Weg mit euch. Und tschüss. Ist der heiß zufällig? Wer? Ist dir heiß? Ach. Ist dir nicht heiß? Nee, nee. Dann passt schon, Männer. Wirklich? Ja, ja, klar. Gibt's so eine Dusche? Jan ist heiß. Ja, genau. Na klar. Ja. Du bist doch wirklich ein Arschloch. Schade, da war da schon ein dicker Pass gemacht. Der blöde Arschloch. Die war doch richtig heiß. Ja, ja, die war schon heiß. Das habe ich auch gesehen. Ja, gut. So, jetzt aber mal weg mit euch hier. Bevor es jetzt aber zum Flughafen geht, werden wir noch einmal kurz ins Wasser reindippen, damit die Männer fresh fürs Flugzeug sind. Und ich meine, ist ja auch heiß, ne? Deswegen noch mal ganz kurz reindippen und dann geht's direkt weiter Richtung Flughafen. Damit die Leute neben uns nicht umkippen von dem Gestank. Alter, aber der riecht nicht schlecht, muss ich sagen. Also da kommt schon eine Fahne hoch. Wirklich? Schaut ja, der schön aus. Ja, da sagst du was. Was war das? Ich dachte, du wolltest flach machen. Oh, aber nichts berührt. Okay, ich gehe auch noch rein. Bis gleich.
So, ich habe die Viecher jetzt hier abgesetzt und jetzt heißt es wohl lebe wohl, ne? Ja, cool, hat mir tatsächlich gleich eine Träne runter. Ja? Komm her, mein Lieber. Dein Arsch. Ah, der hat einen Anguss gekriegt. Du alter Meister Eder. Ah, ja sicher. Beide, ja. So ist es. So ist es. Gut. Und jetzt haut ab. Ja, gut. Gut, tschüss. Hat deren Gepäck oder was? Scheint so, wa? Ja, yeah, klar. Ah, weg sind die Viecher. Schlappentour neigt sich dem Ende zu. Der zweite macht sich auf den Weg. Also der dritte eigentlich. Oh, jo. So, oder was? Halt, 10 Minutes gratis. 10 Minutes free, ja, ja. Aber 1 Euro pro Minute ist schon wirklich ein wilder Preis. Da muss man auch mal so auf Kamera festhalten dann auch. Das ist CDG, the nice airport, where the respectable citizens go. Not fucking BVA, the ghetto shitty airport for the horrible homeless men. Time to say goodbye. Yes! Yes! Goodbye! Come on! Ja! Yeah! Yeah! Oh, nette Liebe! Ja, ja, ja. Oh, da ist das Ding! Die beiden Obdachlosen haben es nicht gemacht! Er ist ein Mann! Oh, ey, von dem wollte ich den eigentlich am wenigsten haben! Oh, oh, der war so feucht, Alter! Der war nie so krank, die Lippen zusammengepresst bei einem Kuss! Delicious! Das muss man sich mal vorstellen. Yeah, I don't have. Das ist Handgepäck. I have not paid for 3 bags, so we'll see what I can do. But you're the Trevor Master, yeah, though. Yeah, if they try to make me pay for the bag, I just spend 20 minutes repacking shit. I've done it many times, and then I fuck them. Yeah. Sick. Goodbye. See you in London. Yeah, see you in London, my guy. Book them flights, yeah. Come on. See you soon. Maybe not in London. See but you not in soon. London. Yeah. Yeah, but. Good tour, boys. I'm looking forward to the series. Yeah, man. Good work. Luck with the edit. Yeah. Thanks, brother. Cheers. Have a good flight. Wir haben alle Ausländer zum Flughafen gebracht, die sind jetzt alle wieder in ihrem Heimatland oder auf dem Weg. Und wir sind ein paar Meter weiter gefahren und sind am, wie heißt das Ding? Es ist auf jeden Fall das Olympiadorf für 2024, weil die Olympiade in Paris stattfindet. Ja, wir sind hier neben der Wildwasser-Kajakbahn oder was. Und die gibt so schöne Brücken und was. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, wie tief das Wasser ist, um theoretisch zu gucken, wie, ob man da vielleicht reinspringen könnte. Und dadurch, dass das Ganze ja noch nicht veröffentlicht worden ist, die Strecke, ist ja auch noch viel Security unterwegs. Also vielleicht kriegen wir noch einen Besuch dabei. Alter, ach, jetzt kommt mal die Randale in Paris, oder? Obwohl, die sind nicht mehr in Paris, oder? Doch, doch, ist noch Paris. Okay. Okay, dann. Wer weiß. Ich glaube, ich finde da Surfen statt. Alter Lachs. Also bis hier geht es schon mal. Ja, dann ist es eigentlich schon tief genug. Das sind 2 Meter ungefähr. Oh Gott, okay. Wie geil war das denn? Zwei hat. Ja, safe. Wenn die kickt. No, go. No, reste ici. C'est bon? Okay. Okay. Oh, yeah. No, only kayaking. Only katze. Wow. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay, der nette Mann hat gesagt, man darf da nicht schwimmen gehen, man muss von der Brücke reinspringen. Ja, so ist das. Excuse me. What exactly is it? Is it for the Olympics next year here? Do you know cool. if it's legal to jump from the bridge? Probably not, it's quite sad. Okay, see you later. We come back. Also, da hat sich tatsächlich gerade rausgestellt, dass wir hier wirklich am Olympiaort 2024 sind. Die Wildwasser-Kajak-Rennen da oben, die haben uns gerade bestätigt, dass das der Kanal für das Rennen hier ist. Also, da wird sie jetzt asozial reingejagt. Etty ist auch mit dabei. Ja, gerade die Viecher abgesetzt, kommen hier an, wird mir direkt gesagt, hier ist die nächste Mission, die ansteht. Hört sich richtig geil an. Also ich bin mal gespannt. Ich kenne den Spot ja noch nicht, aber ich glaube, das könnte ein geiler Sprung werden. Da dachte man mal kurz, jetzt ist endlich Feierabend hier auf Tour, aber nix. Direkt rein in den Olympiastützpunkt. Wir stehen jetzt gerade auf der Brücke, gehen jetzt noch einmal runter, legen da unsere Sachen hin, ziehen uns um und dann geht's einer nach dem anderen nach oben und einer nach dem anderen wieder runter. So geil. Ist so bescheuert, Alter.
Jo. Schön in olympischer Manier, oder was? Ich sehe den Einspieler bei den Live-Übertragungen 2024 schon kommen. Da wird der Moderator aber mal schnipsen müssen. Du Spitzensportler. Ich springe als erstes, bin ein bisschen nervös, weil ich habe sowas noch nie gemacht in flaches Wasser. Das sind so 6-7 Meter Höhe. Einfach gut Vorderlage. Und Alter, geil. Nicht berührt. Geil, sehr nice. Dann komme ich als nächstes. Alter, direkt wohin jetzt. Geil. Alter, ich überdrehe das Ding noch maßlos, aber unbeabsichtigt. 3, 2, 1, go. Ja, alles easy. Du bist straight, Alter. Nee, ich hab unter Wasser, hab ich komplett rausgedreht. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat er voll schlau gemacht. Leicht überdreht, aber kann ja da gar nicht schlecht sein. Der war aber ein bisschen zu viel überdreht. Was war das denn? Das war aber mal so ein Klatscher, Alter. Das war das Geilste, was hätte passieren können. Oh, der hat so weit voll am Rücken gejagt, Männer. Das war ein absolut perfekter Seestern. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das ist eine Höhe, wo du voll tacken musst. Das war aber echt sehr schön getackt. Hallo? Sehr klein, wirklich perfekte Turmspringertechnik. Ja, das ist es auch. Alter Bär. Letzte Nacht oder was? Ja, Mann. Tage Tour und ich weiß immer noch nicht genau, wie man das Ding entfaltet. Das muss ich ja jetzt ab morgen nicht mehr machen. Ja, letzter Schlafplatz von Tour. Wir sind nur noch zu viert und trotzdem haben wir alle 4 Zelte aufgebaut. Also das ist mal dekadent. Ja, das ist purer Luxus hier am letzten Tourteil. Aber wir sind irgendwo außerhalb von Paris auf so einem kleinen Rastplatz. Hauptstraße direkt da, also wirklich Location kein Luxus. Schlafmöglichkeiten für alle schon tierischer Luxus. Damit gute Nacht in die letzte Tournacht oder was? Ein wunderschönen. Dann ist jetzt der letzte Morgen. Feuerwerk. Bonjour. Vous vous parlez français? Oh. Non. Letzter Tourtag und Polizei am Camp. Das ist ja dumm. Bonjour. Das ist ja scheiße. Das kann doch jetzt nicht sein. Das war der erste Morgen, wo uns die Polizei mal irgendwo weggeschickt hat, glaube ich, ne? Ja, die kamen hier hin. Ja, okay. Meinte, was macht ihr hier? Schlafen. Das ist ja eigentlich recht logisch, ne, was wir hier in unseren Zelten machen. Da meinen die, wie viele sind hier? Ich so 4, ja, in jedem Zelt einer. Die so, dürft ihr nicht, geht bitte. Alter, lag's also korrekt. Also eigentlich echt korrekt von denen. Okay. Ja, dann ist ja mal gut gelaufen, ey. Ne? Am letzten Tag. Haben, weil ich glaube, die hätten uns auch ein gutes Bußgeld aufdrücken können wieder mal. Das ist ja auch idyllisch hier. Hier willst du einem ja auch kein Bußgeld aufdrücken. Nee. Ne? Alter, die kam ja wirklich pünktlich. Ne? Ich habe ja gerade noch in die Gruppe geschrieben, komm, machen wir um 8 Uhr mal. Machen wir um 8 Uhr, dass ihr mal aufsteht. Kommen die um Punkt 8 hier angefahren und wecken euch. Also besser hätte ich mir nicht wünschen können. Ja. Ihr könntet schon fast den Verdacht aufstellen, dass ich die gerufen habe. Ich würde so feiern, wenn am Ende noch so ein Screenshot vom Telefon kommt. So. Ja. Polizei angerufen. Luke in Richtung Abortschaft des menschlichen Körpers befördert. Wir schmeißen uns jetzt noch einmal in den Busch, weil das ist noch nicht ein einziges Mal auf dieser Tour passiert, dass irgendeiner von uns außen einkauft. In den Busch gejagt worden ist. Okay, also rüber Richtung Busch. Jan, gib PS. Aber hör mal von geil, quai, einfach kühlische Pferdesperte, du Witter. Oh, hat gut getan. Oh, da ging die Luft aber mal raus, Alter. Das war doch ein guter Letzter. Ich glaube, alle anderen, die ich gemacht habe, waren viel höher oder weiter, aber der einfachste hat am meisten gescheppert. Also der Busch ist völlig heile geblieben. Da ist nichts mit passiert. Ich leck doch meinen Anus. Und da ist es, das Ende von Schlappentour 2023. 20 Tage lang waren wir ein Deutsch. Obwohl wir jetzt eine Folge auslassen mussten, traurigerweise, das fühlt sich so
gut an, die komplett geguckt zu haben und gleichzeitig richtig traurig. Ja. So dieses so, ist das jedes Mal so? Müsst ihr uns mal in die Kommentare schreiben, weil wir haben das ja hier leider noch nicht zu Ende bringen können vorher, aber das ist ja wirklich ein absolut geiles, rundes Erlebnis und leider auch echt traurig. So. Voll. Hab ich aber mir gerade ja schon gedacht. Ein bisschen, was, ne? Bisschen kriegen wir noch, wahrscheinlich noch mal so ein Best-of mit Schnipseln oder sowas. Ja, aber ich habe mir das gerade schon gedacht, als die Österreicher und der Max sich verabschiedet haben, so. Jo, jetzt sind die ja irgendwie, stimmt, die sind ja quasi alle verteilt, so. Jetzt sehen die sich ja auch nicht einfach jeden Tag wieder, so. Das muss echt auch eine traurige Sache für die sein, so, auch wenn die natürlich Party machen, aber ja, geiles voll. Leben. Ja. Deutschland, Schweiz, Italien und Frankreich unterwegs. 4000 Kilometer haben wir ungefähr hinter uns gelegt. Das heißt, es war der Strecke halber die kürzeste Schlappentour, die wir bisher hatten. Aber es war eine sehr, sehr geile Tour mit den Jungs von Roofless TV, Domi und Fredo. Eine absolute Bereicherung. Wie voll. Schon in Mexiko, ja, Gran Canaria und auf Malle. So sympathische Dudes. A.k.a. Max Ward war auch wieder dabei. Absoluter Stammgast auf Schlappentour, wisst ihr alle. Auch er wieder Tour sehr besonders gemacht mit seiner sehr besonders geilen Art. Und ja, für uns geht's jetzt von Paris 600 Kilometer nochmal nach Hause. Und soll man sonst noch sagen, ne? Ja, Schlappentour war dieses Jahr ein bisschen anders. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Ich habe auf jeden Fall dieses Mal mit einigen Verletzungen angefangen. Meine Hand ist immer noch kaputt. Ich kann mein Handgelenk kaum belasten. Ich hatte meine Verbrennung an der Wade. Jetzt ist die GoPro so weg. Gut. Jawohl. Ja! Ja, ich konnte die ersten Tage überhaupt nicht ins Wasser oder so. Mein Knie wirklich doll anwinkeln, das hat übelst wehgetan. Ich bin auch einmal in eine fette Dorne reingetreten, konnte dann auch so 3 Tage nichts wirklich machen. Trotzdem bin ich übelst hyped über Manpower. Ich konnte es jetzt nach 4 Jahren endlich mal abhaken. Das war wirklich einfach nur, ja, es war ein bisschen nervig tatsächlich, weil der Sprung war, eigentlich fand ich völlig in Ordnung. Also hat Spaß gemacht, war nichts mit Verletzungen, hat richtig Bock gemacht. Und ja, das war so eigentlich mein absolutes Highlight auf Tour. Und ich bin auch absolut froh, dass mein Mazda 4-3 hier die Tour auch gut überstanden hat. Also da können andere ein Liedchen von singen, aber ja, das Baby, das hält noch. Auch nach 3-4 Jahren hier. Ja, es war direkt erstmal angesickt. Ich glaube, das noch eine Tour mitmacht. Ich glaube nicht. Da kommt nicht mehr mein TÜV in ein paar Tagen. Ja, was soll ich sagen? Ich war die überwiegende Zeit nicht dabei. War mir auch nicht sicher, ob ich nochmal zurückkommen soll. Bin aber sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich hatte echt noch eine geile Zeit. Wenn auch nicht die ganze Länge, die letzten Tage habe ich versucht, alles nochmal rauszuholen und konnte für mich den Traum, den ich mir für die Tour gesetzt habe, noch erfüllen und zwar in den scheiß Baum zu springen. Ja! Das hätte fast in Marseille in der Next-Level-Ebene geklappt. Das wäre ging leider nicht gut weil geworden, der Absprung einfach zu wackelig war. Aber ich habe mir schon vorgenommen, mir irgendwas einfallen zu lassen, dass man da irgendwann nochmal hinfliegt für einen Tag und das Ding da festnietet irgendwie. Weil der ist wirklich die Perfektion vom Baumsprung. Weißt du, Herbert? Ja, da sehe ich dich ganz klar vorne. Ich erkläre dir, wie das aussah und dann wird da was gebaut. Das auf jeden Fall. Geil. Also wie gesagt, ich bin einfach glücklich, dass ich es gemacht habe, nochmal zurückgeflogen bin und eine geile Zeit gehabt habe. Ja, überragend, dass Dwayne nochmal dazugestoßen ist. Hat auf jeden Fall die letzten 2 EPs und die letzten Tage hier nochmal ordentlich befeuert, ordentlich Energie in die relativ müde Gruppe am Ende gebracht. Ich persönlich, wie Ette auch, verletzt bzw. ein bisschen entzündet in die Tour gestartet. Ihr habt es mitgekriegt, ich konnte keine Wassersprünge machen, was für mich sehr, sehr abfuckend war, weil Tour steht für mich für dicke Sprünge ins Wasser und für Katzen, keine einzige Katze. Das ist so ein bisschen frustrierend für mich im Nachgang. Aber drauf gekackt, weil im Endgang wurde Tour dann nochmal richtig geil, auch nochmal ein paar Mal ins Wasser gestürzt. Manpower weggeflippt nochmal mit einem kleinen NBD. Und auch meine große Krise, mentale Krise, eigentlich nochmal rausgesendet. Nicht absolut übertrieben, so wie sonst auf Tour, also leider nicht im Krankenhaus oder was gelandet. Leider. Aber alle Sens dafür überlebt und auch teils sehr hype mit den Sachen, die ich gemacht habe. Für mich persönlich steht jetzt wahrscheinlich eins der größten Erlebnisse und Herausforderungen meines Lebens an. In 3 Wochen vom Zeitpunkt hier, wo wir das filmen, geht es für mich mit den ganzen großen Jungs und Mädels nach Kanada zu Seven vs. Wild, weshalb ich mich halt so auch ein bisschen zurückgehalten habe hier auf Tour.
Ob ich im Endgang dann wirklich im Wald bei der Aussetzung lande oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Wenn ja, wer will, dann kommt der größte Fullsend des Jahres nämlich noch. Wenn nicht, wird's auch wild. Ja, und von da. Da wusste noch niemand, dass Andreas Kehlin creepy Motherfucker ist. Das würde ich bezweifeln. Also ich glaube, ja, es gibt natürlich schon ein paar Leute, die das gewusst haben zu dem Zeitpunkt. Auch vor ihr, der Affe mit Boot? Nee, Affe mit Bike. Ein Affe mit Bike, ja. Affe mit Boot, wie komme ich denn auf Boot? Aber auch vor der Aktion, glaube ich, wussten bestimmt schon ein paar da draußen, ja, in der Welt. Ja, safe, Alter. Der war schon immer komisch. Ich kannte den ehrlich gesagt vorher gar nicht wirklich. Bestimmt mal gesehen, aber ich muss jetzt auch sagen, nichts verpasst mit dem Idioten. Nee, wir haben den so mit 12, 13, 14 Jahren so als Meme geguckt, wo es noch keine Memes gab, weißt du? Krass, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Also nichts verpasst anscheinend. Es wurde ganz viel YouTube-Kacke mit dem geschnitten. Oh, das könnte ich mir mal angucken. Daher, Tour absolut überragend, geile Gruppe dieses Jahr, ich bin hyped. Ja, ich bilde hier jetzt mal das Schlusslicht. Ich bin froh, Tour überstanden zu haben. Das war ja letztes Jahr ein bisschen anders. Ja, aber jetzt habe ich alles mitgenommen. War geil, war einfach eine wilde Zeit mit Ruthless und Max auch dabei. Macht einfach immer Bock, auf der Straße zu sein, unterwegs zu sein und ins Wasser zu senden. Ich bin übertrieben hyped mit meiner Katze am Komosee. Ja, das war ja das wirklich hat so Bock gemacht, die Mischung so eine geile Form, Mann. Ja, Mann, das war wirklich superheldenmäßig. Das war einfach der Wahnsinn. Die anderen fahren jetzt nach Hause. Für mich geht es leider nicht direkt nach Hause. Ich muss nämlich jetzt noch mein Auto abholen, das die Tour leider nicht überstanden hat. Ja, ich würde sagen, das seht ihr jetzt. Oh, dann cruist du da jetzt alleine noch durch die Gegend? Scheint so. Oh, wow. Da ist das Ding. Ja, sicher. Lonely Wolf. Das war's, oder was? Ciao. Geil. Das war jetzt so aber ein geiles Ende. Das war richtig cute, aber irgendwie auch so traurig. Yeah. So jetzt ist er da alleine und fährt komplett für sich alleine nach Hause. Aber geil. Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank. Wer hat da geschrieben? Liebe geht raus an Ruthless. Ja, das ist Wort oder danach? Aber jetzt mal fertig, ihr alten Arschlöcher. Danke, selber. Geil. Ja, krass. Jo. Krass. Oh, guck mal, eine Stunde, wenn wir das Vorgeplänkel wegnehmen, Stunde 25 circa. Das ist doch akzeptabel. Ich denke. Ich glaube, dann kann man sich angucken. Ja, ich hoffe, ihr könnt auch damit leben, dass wir diesmal wirklich nicht so krass drauf eingegangen sind. Aber so viel wollten wir zu den alten Arschlöchern jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ehrlich, haben die gar nicht verdient, die haben uns als Arschloch beleidigt. Ja. aber wir haben ja noch, wir haben ja noch das Gewinnspiel und zwar das Paket, was ihr am Anfang gesehen habt, was ich reingehalten habe. Das halte ich jetzt nicht nochmal rein. Ihr wisst, es sind die zwei Poster, das ist die Autogrammkarte, die Sticker und die Armbänder. Ich würde sagen, ihr solltet uns auf jeden Fall abonniert haben. Das wär schon nett, wenn wir euch ein Paket zuschicken, was es so gar nicht mehr gibt. Uns einmal abonnieren. Hashtag Schlappentour jetzt in die Kommentare. Und das war schon, damit nehmt ihr schon teil. Ich glaube, wir müssen jetzt hier keinen ab 18 oder so machen, weil da ist, glaube ich, keiner nackt auf den Bildern. Ich glaube, das ist alles ziemlich jugendfrei, komischerweise. Ja. Und das Video, das diesen Sonntag rauskommt, quasi heute für euch, das reacten wir nächste Woche und davor werden wir die Auslosung machen. Ganz also genau. Nächste Woche auch wieder einschalten, dann wisst ihr, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und hast du noch letzte Worte? Ich bin echt ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass das jetzt irgendwie vorbei ist. Also nicht vorbei mit Videos, aber diese Tour, diese Konstellation war schon ziemlich geil. Also ich muss sagen, ich hatte ultra viel Spaß. Das
war was für mein Adrenalin-Junkie-Herz, was für mein entspanntes Herz, für alles was dabei. Ja. Ich bin mega begeistert. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt den Jan natürlich beim Boxkampf gegen Chef Strobel in der, wie heißt die Arena da in Düsseldorf? Auf jeden Fall Lanxess? Nicht in der Lanxess Arena, das ist in der Halle, wo die DEG spielt, wo Eishockey gespielt wird. Die Halle ist das. Nicht raus. Aber guckt einfach mal bei Trimax oder Jan hat da bestimmt auch irgendwo verlinkt. Safe. Kauft euch Tickets. Ich versuche auch hinzufahren. Ich habe aber noch kein Ticket. Ich muss mal gucken. Im Notfall pumpe ich Jan an. Mach mir mal eins klar dann, ey. Das würde ich mir auch gerne angucken. Da. In dem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen guten Abend oder wunderschöne gute Nacht. Wir sind raus. Haut rein. Ciao. Ciao.